Jahr 1279 vor Christus bestieg Ramses II. Den ägyptischen Thron. Zu dieser Zeit befand sich Ägypten in einer Epoche kultureller Blüte, die man heute als Neues Reich bezeichnet. Gerade war das Schriftsystem der Hieroglyphen reformiert worden. Die Religion mit ihren zahlreichen mischgestaltigen Göttern hatte neue Impulse erfahren. Im Mittelpunkt aber stand nach wie vor der ungebrochene Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod. Viele Pharaonen regierten vor Ramses und nicht wenige folgten ihm. Doch kaum einer hielt sich so lange auf dem Gipfel der Macht wie er. Seine Regierungszeit erstreckte sich über knapp 67 Jahre. Die Familiengeschichte Ramses II. Ist eng mit dem ägyptischen Militär verbunden. Sein Großvater Ramses I. folgte als General dem kinderlos gebliebenen König Haremhab auf den Thron. Der junge Ramses rückte so als ältestes Enkelkind in der Erbfolge zum Thronanwärter auf. Als Haremhab etwa 1292 vor Christus starb und die Herrschaft an Ramses I. fiel, begann eine Zeit inneren Wohlstands und äußerer Stärke. Die 19. Dynastie. 200 Jahre zuvor hatte Königin Hatschepsut den Reichtum Ägyptens durch geschickte Handelspolitik vermehren können. Unter ihrem Nachfolger Thutmosis III. Erreichte Ägypten seine größte geografische Ausdehnung. Doch auf dem Höhepunkt der 18. Dynastie kam es zu einer Veränderung, wie sie Ägypten zuvor noch nie erlebt hatte. Ein zentrales Moment der ägyptischen Kultur, die Religion, erfuhr jetzt Erneuerungen von ungeahntem Ausmaß. Pharao Echnaton propagierte eine Religion, die nur einen einzigen Gott kannte, Aton. In Gestalt der Sonnenscheibe, der nun ausschließlich verehrt werden sollte. Kunstwerke zeigen Echnaton zusammen mit Aton. Echnaton war alleiniger Mittler zwischen Aton und den Menschen. Er gründete eine neue Residenz, Achet Aton, in Mittelägypten, nahe dem heutigen Dorf Tell el Amarna. Nach Echnatons Tod begannen seine Nachfolger, unter anderem der heute berühmte Tutanchamun, an die Verhältnisse der Zeit vor Echnaton anzuknüpfen. Die alten Götter wurden wieder eingesetzt, man restaurierte ihre Tempel und schließlich wurde Achet Aton aufgegeben. Auch Ramses I., der 1292 vor Christus an die Macht kam, setzte die Politik der Wiederherstellung der alten Ordnung fort. Sein Sohn Sethos war damals bereits Oberkommandeur des Heeres und unternahm wahrscheinlich einen Feldzug nach Palästina. Sowohl Sethos I. als auch Ramses II. Taten alles für die Vormachtstellung Ägyptens. Nach dem baldigen Tod seines Vaters besteigt Sethos I. 1290 vor Christus den Thron. Ramses II. Dürfte zu diesem Zeitpunkt nicht viel älter als 9 Jahre gewesen sein. Er erhielt eine umfassende Ausbildung, die ihn auf seine künftige Rolle als Pharao vorbereitete. Er lernte nicht nur lesen und schreiben, sondern übte sich auch im Wagenrennen und Bogenschießen.
Später berichtet Ramses bereits im Alter von 10 Jahren von seinem Vater zum Oberkommandeur des Heeres berufen worden zu sein. Doch hierbei handelte es sich wohl um einen Ehrentitel. In diesem Alter wird der Königssohn kaum an gefährlichen Militäraktionen teilgenommen haben. Erst um das 7. Jahr seiner Regierung erhob Sethos I. den etwa 14-jährigen Ramses vom Prinzen in den Rang eines Regenten. Zuvor erscheint auf Reliefs mit Kampfszenen in Karnak ein Offizier namens Mehi unmittelbar neben dem König. Später ließ Ramses das Bild des Mehi in sein eigenes umarbeiten. Seine Ernennung zum Regenten, die ein wichtiges Ereignis war, schildert Ramses auf einer Inschrift in Abydos. Damals, als mein Vater bei den Untertanen erschien, da war ich als Kleinkind in seinen Armen dabei. Und er sagte über mich: Setzt ihm die Doppelkrone auf seinen Kopf. So sprach mein Vater über mich, da er noch auf Erden war. Er soll das Land regieren, für Ägypten sorgen und das Gesicht den Menschen zuwenden. Er sagte es unter Tränen, weil seine Liebe zu mir so stark in ihm war. Es scheint kein Zweifel über die rechtmäßige Nachfolge bestanden zu haben. Der gleichen Inschrift zufolge soll Ramses bereits im Kindesalter mehrere Frauen und einen eigenen Harem besessen haben. Jeder Pharao fühlte sich verpflichtet, für den Fortbestand des Herrscherhauses zu sorgen, und es scheint, als habe der junge Ramses diese Aufgabe sehr ernst genommen. Im Lauf seines Lebens ehelichte er mehrere Prinzessinnen verbündeter Königreiche und andere Frauen. Vor seiner Thronbesteigung hatte der junge Ramses schon mindestens 4 Söhne und eine unbekannte Anzahl von Töchtern gezeugt. Im Alter von ungefähr 15 Jahren begleitete er seinen Vater auf einen Feldzug nach Libyen. Ein Jahr später kämpfte er neben ihm an der Grenze Syriens. Mit ungefähr 22 Jahren zog Ramses erstmals allein in die Schlacht. Die Dauer der Feldzüge erstreckte sich allerdings nur auf jeweils 2 oder 3 Monate im Jahr. Der junge Ramses war auch mit der Beaufsichtigung von Steinbrucharbeiten beschäftigt, durch die das Material für gewaltige Bauvorhaben gewonnen wurde. Besonders bei Assuan befanden sich große Granitvorkommen und vielleicht entflammte hier seine Leidenschaft für gigantische Bildwerke. Er war sehr ehrgeizig. Seine Monumente waren die gewaltigsten seit dem Bau der Pyramiden und blieben es bis in die Römerzeit. Er wollte mehr und größer als jeder andere bauen, insofern war er größenwahnsinnig. Doch wer weiß, ob wir nicht auch versuchen würden, den Bauwerken durch eine enorme Größe Einzigartigkeit zu verleihen. Bauprogramme, Militäraktionen und der Erhalt der Dynastie gehörten zu den Pflichten des Pharao. Ramses scheint alle perfekt erfüllt zu haben. Als sein Vater schließlich starb und er die Thronfolge antrat, war er auf seine künftigen Aufgaben gut vorbereitet. Kurz nach dem Tod Sethos I. fanden im 3. Monat der Erntejahreszeit, Tag 27, nach unserem Kalender also Ende Mai 1279 vor Christus, in der Hauptstadt Memphis die Feierlichkeiten zur Thronbesteigung des etwa 24-jährigen Ramses statt. Nach über 10-jähriger Vorbereitung auf das höchste Amt des Landes war er nun Pharao Ägyptens und begann sofort groß angelegte Bauten errichten zu lassen,
die seine Bildnisse allgegenwärtig machen sollten. Wohin man auch geht, Ramses war dort. Er hinterließ seine Spuren an jedem bedeutenden Ort. Viele seiner Werke blieben erhalten. Und da sie so viel größer waren, überstanden sie die Zeiten besser als die Bauten anderer Könige. Er war und ist bis heute der bekannteste Pharao, weil er viel Zeit hatte, Spuren zu hinterlassen. Von ihm gibt es mehr Statuen und Reliefs als von irgendjemandem sonst. Und meist sind sie größer und schöner. Die gewaltigen Kolossalfiguren und zahlreichen Reliefs dienten nicht zuletzt dazu, seine Autorität im Land massiv zu unterstreichen. Wir können uns heute nur schwer vorstellen, welchen Eindruck sie machten, wenn sie in völliger Perfektion auf einen herabblickten. Ehrfurchtgebietend und furchteinflößend zugleich. Er war ein König, der durch Größe Respekt erzwang. Die antiken Steinbrüche unterstanden allein dem Pharao. Und Ramses II. Nutzte die großen Steinvorkommen reichlich. Während seiner knapp 67-jährigen Regierungszeit ließ er mehr Bauwerke errichten als wohl jeder König vor ihm. Der Mensch aber, der sich hinter den Statuen verbarg, blieb bis heute ein Rätsel. Ägyptische Kunst und Literatur ist größtenteils Propaganda. Wir verfügen also nur über sehr einseitige Informationen. Wir kennen Ramses als den größten Erbauer und Familienvater, den größten Kriegsherrn und Helden, als einen Superstar für die Menschen von damals. Mit Ramses stand und fiel alles. Er musste seine Position sichern, um sich von seinen Vorgängern abzuheben. Er wollte zeigen, dass er den früheren Königen durchaus ebenbürtig und ebenso mächtig war. Viele der architektonischen Meisterleistungen in Ägypten entstanden während des Neuen Reichs. Majestätische Tempel säumen die Ufer des Nils. Wie die Pyramiden sind sie zu Symbolen ägyptischer Kultur geworden. Einige der beeindruckendsten Bauwerke stammen von Ramses II. Zu ihm gehört auch der Tempel von Abu Simbel. Er ist der größte Felsentempel seiner Art. 4 22 Meter hohe Kolossalfiguren des Königs thronen am Eingang. Größe ist in der ägyptischen Kunst gleichzusetzen mit großer Wichtigkeit. Und so macht es natürlich Sinn, wenn sich Ramses größer als jeder andere Pharao zuvor darstellen lässt. Und das im ganzen Land und selbst an einem so entlegenen Ort wie Abu Simbel. Man kann sich vorstellen, dass jemand, der den Nil entlang segelte und diese riesigen Statuen Ramses II. Sah, ihn für einen Gott halten musste. Im alten Ägypten galt der Pharao als Stellvertreter der Götter auf Erden. Er war zugleich Garant für die Aufrechterhaltung der göttlichen Weltordnung, der Ma'at, indem er mit den Göttern in Kontakt stand und für Gerechtigkeit eintrat. Ramses ging aber einen Schritt weiter. Hinter den 4 Sitzstatuen wurde eine Tempelanlage 63 Meter tief in den Felsen getrieben. 8 10 Meter hohe Standfiguren Ramses II. Flankieren die Pfeiler des Mittelgangs zum Sanktuar. Hier sitzen die großen Landesgötter Ptah, Amun-Ra und Ra-Harachte und zwischen ihnen Ramses II. Selbst als vergöttlichter König. Er ließ tatsächlich Änderungen an Reliefs vornehmen, um sich in die Reihe der Götter einzufügen. Ramses der König opfert Ramses dem Gott. Ein interessantes Bild. Andere Könige wurden sicher nach ihrem Tod vergöttlicht. Einige deuteten auch schon zu Lebzeiten ihre Vergöttlichung an. Doch meines Wissens keiner so offenkundig wie Ramses.
Noch heute finden sich an zahlreichen Stellen in ganz Ägypten Statuen Ramses II. Einst waren sie fester Bestandteil des täglichen Lebens, da sie als eine Art Stellvertreter des Pharao fungierten, der von allen verehrt wurde, den aber nur wenige tatsächlich zu sehen bekamen. Der Pharao hatte eine Art Hirtenfunktion gegenüber seinen Untertanen. Ich glaube, dass es falsch ist, in ihm einen Tyrannen zu sehen, der sein Volk unterdrückte. Vielmehr verkörperte er die Hoffnungen der Menschen. Er war ja der Vermittler, der die Menschen vor den Göttern vertreten musste. Wenn Ägypten den Göttern dient, sind die Götter gehalten, sich erkenntlich zu zeigen und reichliche Nilfluten, üppige Ernten, Wohlstand und so weiter zu gewähren. Einer gibt etwas und der andere gibt etwas zurück. Das war wesentlich für Ägypten und seine Religion. Wenn den Göttern richtig gedient wurde, waren sie moralisch dazu verpflichtet, dem Land zu helfen, es zu beschützen und gedeihen zu lassen. Ramses mag den Menschen als Gott übermächtig erschienen sein. Doch strebte der König nach weit mehr als nur dem formalen göttlichen Status. Die ersten drei Regierungsjahre verbrachte Ramses mit der Errichtung großer Bauwerke und der Erweiterung bestehender Heiligtümer wie dem Luxor-Tempel, den er durch einen Hof mit einem Pylon und zwei Obelisken ergänzen ließ. Überall meißelte er seinen Namen ein, selbst in Statuen früherer Könige. Die zahlreichen Inschriften verraten aber nur wenig über die Person Ramses II. Oder gar seinen Charakter. Es ist sehr schwierig, etwas über die Persönlichkeit eines Pharao zu sagen. Wir besitzen einige Texte, die den Eindruck erwecken, als hätte sich Ramses eher als General oder Feldherr gesehen, denn als Pharao. Also als einen Menschen aus Fleisch und Blut und nicht so sehr als jemanden, der seine göttliche Natur unbedingt betont wissen wollte. Am Ende seines vierten Regierungsjahres unternimmt Ramses seinen ersten großen Feldzug. Er wollte diejenigen Gebiete, die bereits von seinem Vater Sethos I. eingenommen wurden, dann aber wieder in feindliche Hände gefallen waren, zurückerobern. Seine Truppen führte er dabei entlang der Küste des Mittelmeeres in Richtung Norden und durchquerte das syrisch-palästinensische Einflussgebiet Ägyptens, auf das auch der Großkönig des Hethiterreichs Anspruch erhob. Die Hethiter verfügten wie die Ägypter über eine moderne Streitmacht, die sie zu bedrohlichen Gegnern machte. Das stete Vordringen Ramses II. Stellte eine Provokation dar, auf die die Hethiter reagieren mussten. Binnen eines Jahres kam es auf diese Weise zur Konfrontation der beiden Supermächte in der Schlacht von Kadesh, dem wohl größten Ereignis jener Zeit, das Ramses als großen Sieg schilderte. Auf einer ägyptischen Inschrift steht: Seine Majestät metzelte die Streitmacht der Hethiter insgesamt nieder, zusammen mit allen Verbündeten, die mit ihnen gekommen waren. Ihre Truppen fielen auf ihre Gesichter. Es hat sich zwar wohl ein wenig anders zugetragen, aber Ramses, der Gottkönig, war und blieb ein Held. Glücklicherweise haben sich auch Berichte der Hethiter über die Schlacht erhalten, in denen sie den Sieg für sich proklamieren. Der wahrscheinliche Hergang der Schlacht lässt sich demnach wie folgt rekonstruieren. Die ägyptische Streitmacht von 20.000 Mann marschierte in vier getrennten Divisionen. Eine Vorhut fasste zwei Beduinen, in Wirklichkeit Agenten der Hethiter, die die Ägypter in die Irre führen sollten. Sie berichteten ihnen, die Streitkräfte der Hethiter lagerten bei Aleppo, mehr als 160 Kilometer weit entfernt. Ramses vertraute ihnen und zog mit seiner Division weiter Richtung Kadesh, ohne auf die restlichen drei Divisionen zu warten.
Beim Aufschlagen des Feldlagers erreichte sie dann die schreckliche Nachricht, dass die Hethiter ihre alliierten Truppen nur wenige Kilometer entfernt zusammenzogen. Seht doch, sie stehen kampfbereit hinter Kadesh und weder mein Gouverneur der Fremdländer noch meine Befehlshaber wissen irgendetwas darüber. Die restlichen Divisionen waren noch zu weit entfernt und es stand schlecht um Ramses. Doch in letzter Minute kam ihm eine herbeieilende Elitetruppe zu Hilfe, die einen anderen Weg als die Divisionen genommen hatte. Im weiteren Verlauf der Schlacht gelang es Ramses, sich mit den restlichen Divisionen zu vereinen, und er trat den geordneten Rückzug an, ohne dass die Hethiter ihm folgten. Ramses berichtete später, der hethitische Großkönig habe kapituliert und um Frieden gebeten. Wenn man seine Version liest, könnte man fast meinen, dass er das alles schlau geplant hatte und es seine Strategie war, die anderen warten zu lassen, damit sie im richtigen Moment auftauchten. Wie dem auch sei, wir kennen auch die hethitische Version der Schlacht und die schildert die Ereignisse etwas anders. Ich glaube, dass er einer direkten Niederlage und sogar dem Tod entgegenritt. Und nur durch Tapferkeit und das rechtzeitige Eingreifen der Truppe gewann er an dem Tag auf dem Schlachtfeld für wenige Stunden die Oberhand, aber nicht mehr. Er wurde nicht geschlagen, aber er konnte die Hethiter auch nicht besiegen und sie ihn offenbar genauso wenig. Also kehrte man nach Hause zurück und leckte die Wunden. Es war für beide Länder eine Katastrophe. Ob die Berichte beider Parteien der Wahrheit entsprachen oder nicht, war letztlich zweitrangig. Für Ramses ging es darum, wie er sich den Göttern präsentierte. Indem er seine Version eines mutigen Kampfes an die Tempelwände meißeln ließ, dokumentierte er gegenüber den Göttern des Landes, dass er zu Recht Herrscher Ägyptens war, selbst wenn es ihm nicht gelungen war, die Hethiter zu besiegen. Auf dem hethitischen Thron saßen erfahrene Soldatenkönige. Als sie nach den über 15 oder 20 Jahre schwelenden Konflikten ein Friedensangebot machten, ging Ramses vernünftigerweise darauf ein. Ihm wurde schließlich doch klar, dass er die Hethiter nicht schlagen konnte. Also schloss er Frieden mit ihnen. Für viele Generationen brach nun ein goldenes Zeitalter an. Später wurde dieser Friedensvertrag durch eine Heirat besiegelt. Ramses II. Ehelichte eine hethitische Prinzessin als Zeichen des guten Willens. Sie war aber bei weitem nicht seine einzige Frau. Selbst heutzutage ist es unmöglich, das Land am Nil zu bereisen, ohne auf die Denkmäler Ramses II. Zu stoßen. Noch immer strahlen sie die Macht und Erhabenheit ihres Erbauers aus, der sich in Inschriften und Reliefs nicht nur großer Taten rühmte, sondern auch voller Stolz seine Frauen und zahlreichen Kinder darstellen ließ. Ramses besaß eine enorm große Familie und ich glaube, dass er die Frauen sehr schätzte. Ich vermute, dass er seine Sexualität sehr genoss. Man kann das auch daran sehen, dass er zwei Hauptfrauen zur gleichen Zeit hatte. Soweit wir das heute beurteilen können, sind mehr Namen von Gemahlinnen Ramses II. Überliefert als von jedem anderen König. Ich sage das ganz unzweideutig, denn schließlich überlebte er ja viele von ihnen. Wenn eine Frau unerwartet starb, mit der er längere Zeit verheiratet war, kam eine neue und so fort. Und Ramses lebte und regierte tapfer immer weiter. Ramses II. Unterhielt im Lauf seines Lebens Beziehungen zu mindestens 7 Haupt- und einer unbekannten Anzahl von Nebenfrauen. Doch eine große königliche Gemahlin überstrahlte alle anderen. Ihr Name war Nefertari. Sie erscheint auf zahlreichen Statuen und Monumenten an der Seite ihres Gatten, der auf diese Weise seine Zuneigung demonstrierte. Nefertaris Schönheit ist bis heute legendär. Und sie spielte wahrscheinlich eine wichtige Rolle am Hof und in der Politik ihres Gemahls. Neben dem gewaltigen Tempel Ramses II. In Abu Simbel erhebt sich ein weiteres Heiligtum, das der Göttin Hathor und Nefertari geweiht ist.
Die Tempelfront bilden 6 monumentale Standfiguren, von denen 4 den König und 2 die in gleichem Maßstab dargestellte Königin zeigen. Nefertari gebar Ramses 4 Söhne und 2 Töchter, doch weder sie noch ihre Kinder sollten den Herrscher überleben. In seinem 24. Regierungsjahr musste Ramses den Tod seiner Lieblingsgemahlin beklagen. Die Wahl ihrer letzten Ruhestätte fiel auf das Tal der Königinnen, in dem ihr atemberaubend schönes Grab 37 Meter tief in den anstehenden Felsen geschlagen wurde. Als eine italienische Mission das Grab 1904 entdeckte, war es bereits beraubt und die Mumie der Königin verschwunden. Erst vor einigen Jahren gelang dank der ägyptischen Altertümerverwaltung und des Getty Conservation Institute Los Angeles die Restaurierung der prächtigen Wandmalereien. Sie zeigen Nefertari, wie sie vor die Götter tritt, sowie Szenen aus dem Totenbuch, die ihr ewiges Leben sicherstellen sollten. Fast könnte man annehmen, Ramses habe so viel Aufwand bei ihrer Bestattung getrieben, um sie dereinst im Jenseits wohlbehalten wiederzutreffen. Trotz des schmerzhaften Verlustes und der Trauer um Nefertari verlor Ramses seine Verpflichtungen als Pharao wohl nie aus den Augen. Schließlich oblag es seiner Verantwortung als König, durch viele Kinder den Erhalt der Dynastie nach seinem Tod zu sichern. Sein Großvater war König, sein Vater und Ramses selbst waren Könige. Doch gab es davor eine Periode innerer Unruhen und Wirren. Einer der Gründe dafür, dass mit Beginn der 19. Dynastie Ramses I. gekrönt wurde, war vielleicht, dass die dynastische Erbfolge sichergestellt war. Die hohe Sterblichkeitsrate in antiker Zeit, durchschnittlich starb ein Drittel der Kinder, führte dazu, dass große Familien ein Ideal darstellten. Man freute sich über viele Kinder. Gerade der Pharao konnte sich besonders viel Nachwuchs leisten. Natürlich konnten die Kinder später in der Staatsverwaltung wertvolle Dienste leisten oder hohe Positionen bei der Armee oder in anderen Bereichen einnehmen. Heute sind insgesamt 40 Töchter und 45 Söhne Ramses II. Bekannt. Anders als seine Vorgänger ließ Ramses seine Kinder in ausführlichen Listen auf Tempelwänden abbilden, wo sie Kulthandlungen beiwohnen und so, ob noch lebend oder nicht, von den Zeremonien profitierten. Auch im Totentempel ihres Vaters, dem Ramesseum, sind sie in langen Prozessionen zu sehen. Und tatsächlich assistierten einige von ihnen später bei den täglichen Staatsgeschäften. In der Mitte seiner Regierungszeit war Ramses ein Mann von ungefähr 50 oder 60 Jahren, der mittlerweile gerne Hilfe in Anspruch nahm. Es gab den Visier und natürlich die ganze Beamtenschaft. Aber Ramses brauchte Hilfe bei den moralischen Entscheidungen. Deshalb trug nun der jeweils älteste Sohn den Titel eines Kronprinzen und half seinem Vater bei den allgemeinen administrativen Aufgaben. Ramses II. Herrschte knapp 67 Jahre über das pharaonische Ägypten. Viele glauben, dass in diese Zeit der Exodus der Israeliten falle und Ramses der Pharao der Unterdrückung sei. Der Name Ramses kommt in der Bibel in zweifacher Hinsicht vor. Zunächst als Bezeichnung fürs Land Gosen, in das Josef zieht. Und zu der Zeit, als die Genesis verfasst wurde, könnte dies tatsächlich der Name einer Gegend im Ostdelta gewesen sein. Geht man weiter zum Buch Exodus, werden die Angaben genauer. Die Hebräer sollen als Sklaven zum Bau einer Stadt namens Ramses gezwungen worden sein, bevor sie aus Ägypten auszogen. Auf einer Stele des Merenptah heißt es, Israel liegt brach und hat keine Nachkommen mehr. Doch kann dies nicht als Indiz für einen Exodus unter Ramses II. Gewertet werden. Wir müssen uns nach allen Seiten absichern, weil wir keine direkte Erwähnung Ramses II. Finden, sondern nur Ramses als Begriff. Zudem handelt es sich ja auch um einen Ortsnamen.
Trotzdem gab es immer wieder Vermutungen, dass Ramses der Pharao des Exodus war. Zwar gründete Ramses II. Tatsächlich eine Stadt im Ostdelta nahe dem heutigen Kantir, doch alle Versuche, in ihm den Pharao des Exodus zu sehen, lassen sich historisch durch nichts belegen. Anders verhält es sich mit der Frage nach dem Verbleib seiner sterblichen Überreste. 1881 machte man in Ägypten eine aufsehenerregende Entdeckung. Man fand ein Versteck mit Königsmumien, die sogenannte Kaschette. Sie war von Priestern der 21. Dynastie angelegt worden, um die großen Pharaonen besser vor Grabräubern zu schützen. Unter den insgesamt 9 Königsmumien befindet sich auch diejenige von Ramses II. In jüngerer Zeit wurden allerdings immer wieder Zweifel an der Identität einiger Mumien laut. Ich zweifle kaum daran, dass es sich um Ramses handelt. Ich denke, er ist es in der Tat, als alter Mann. Aber nicht, weil es gerade so schön passen würde, sondern weil die Leute damals keine Narren waren. Sie wussten, aus welchem Grab die Mumien stammten, die sie aus ihren Särgen nahmen und noch an Ort und Stelle beschrifteten. Vielleicht gab es die ein oder andere Verwechslung, aber nicht bei allen. Von Ramses wissen wir, dass er auf eine sehr lange Regierungszeit zurückblicken konnte. Und meines Wissens gibt es kaum Mumien, die ein solches Alter aufweisen. Bei ihm gibt es also weniger Zweifel als bei einigen früheren Mumien. Wenn wir an Ramses den Großen denken, haben wir stets den jungen, kraftvollen Herrscher vor Augen, der seine Feinde besiegt. Aber die wenigsten sind sich bewusst, dass er als alter, von Krankheit gezeichneter Mann starb. Durch die Untersuchung seiner Mumie wissen wir, dass er Arthritis hatte und wohl die letzten 10 Jahre seines Lebens humpelte. Als er starb, war er weit über 80 Jahre alt. Er litt an einem schmerzhaften Zahnabszess, der wohl auch die Ursache für seinen Tod war. Ramses wurde enorm alt, doch zahlte er dafür einen hohen Preis. Heute ruht Ramses in einer geschützten, mit Edelgas gefüllten Vitrine im Ägyptischen Museum in Kairo. Sein ursprünglicher Aufenthalt für die Ewigkeit sollte aber sein großes Grab mit der heutigen Bezeichnung KV7 im Tal der Könige sein, mit dessen Bauarbeiten schon zu seinen Lebzeiten begonnen worden war. Dort fand er schließlich auch seine erste Ruhestätte. Direkt gegenüber seinem Haus für die Ewigkeit liegt KV5, die größte archäologische Sensation der 90er Jahre. Nach knapp 67 Jahren endete die Regierungszeit Ramses II. Bei seinem Tod war er etwa 90 Jahre alt und seine Beisetzung dürfte tiefe Trauer in Ägypten ausgelöst haben. Schließlich war er für die meisten Menschen der einzige Pharao, den sie je erlebt hatten. Unter Ramses II. Unter Ramses II. Erblühte Reichtum und Wohlstand in Ägypten. Auch die Grenzen des Landes erweiterten sich. Zwar ließ es sich auch nach Ramses noch gut leben, aber in gewisser Weise ging etwas zu Ende, das nicht wiederholbar war. Obwohl es noch kurze Momente des Ruhms gab, nie wieder konnte sich Ägypten zu solcher Blüte entfalten. Ich glaube, sein Tod hatte eine große Wirkung. Denn wenn jemand 30 oder 40 Jahre regiert, erinnert man sich an nichts anderes. Die meisten Menschen waren unter Ramses geboren und selbst als ihre Väter starben, dauerte die Herrschaft dieses Pharao an. Am Ende der Regierungszeit kannte niemand mehr einen anderen König. Er selbst wird wohl wirklich gedacht haben, ewig zu leben. Nach dem Tod Ramses II. Im August des Jahres 1213 vor Christus bestieg sein 13. Sohn Merimtah den Thron, der zu dieser Zeit bereits um die 50 oder 60 Jahre alt gewesen sein muss. Doch seine Regierung reichte nicht an die seines Vaters heran. Merimtah regierte nicht sehr lange. Nach seinem Tod passierte etwas Interessantes. Sicherlich hatte er selbst Kinder. Aber es gab ja noch die Söhne und Töchter von Ramses. Und es scheint, als habe es zwischen Merimtah und seinen Geschwistern Streitigkeiten um die Thronfolge gegeben. Wir nehmen an, dass schließlich ein anderer Sohn von Ramses die Macht an sich riss.
Der Tod Ramses II. Markierte das Ende einer Ära. Das mächtige Königreich am Nil, das er so lange regierte, befand sich in einer tiefen Krise. Es ist gut vorstellbar, dass es gerade der Umstand seiner zahlreichen Nachkommenschaft war, der so viel Probleme bereitete. Schließlich überlebte Ramses nicht weniger als 12 seiner eigenen Kinder. Er selbst wurde in dem Grab mit der Nummer KV7 beigesetzt, dessen Inneres leider durch eingeschwemmten Schutt stark zerstört wurde. Inzwischen sind hier französische Archäologen auf der Suche nach mehr Informationen über diesen außergewöhnlichen Pharao. Während die Franzosen ihre Arbeit in KV7 fortsetzten, entdeckte eine andere Gruppe von Archäologen das Grab KV5, eine Anlage, die ebenfalls direkt auf Ramses II. Zurückgeht. KV5 war bereits seit 1825 bekannt, als der Engländer James Burton einen schmalen Gang durch die ersten Kammern grub. Wie auch bei KV7 hatten Überflutungen und Geröll das Grab stark zerstört und mit Schutt angefüllt. Burton grub sich deshalb unter der Decke entlang einen Weg ins Innere und skizzierte flüchtig alles, was er von den ersten Räumen aus sehen konnte. Nur etwa 75 Jahre später besuchte Howard Carter das Grab, jener Mann, dem die spektakuläre Entdeckung der letzten Ruhestätte des Pharao Tutanchamun gelang. Carter hielt KV5 für unbedeutend und verschwendete keinen Gedanken daran, es zu erforschen, sondern nutzte es während seiner Grabungen als Schutthalde. Auch in den folgenden knapp 85 Jahren interessierte sich niemand für KV5, bis ein Archäologenteam, das an einem Kartierungsprojekt arbeitete, die meterdicken Geröllschichten über dem Grab abtragen ließ. 1988 betraten die Forscher KV5 durch den schmalen Gang Burtons. Die ersten 6 Jahre befreiten wir die vorderen Räume von Schutt. Und wir fanden heraus, dass die Dekoration des Grabes historisch wichtige Szenen enthielt, die Ramses II. Zeigen, wie er seine verstorbenen Söhne den Göttern präsentiert. Und als wir dann weitergruben, fanden wir im Schutt der Kammern tausende Tonscherben, hunderte kleinster Schmuckfragmente, Mumienreste und so weiter. Sie waren ein klares Indiz dafür, dass dieses Grab vermutlich für die Söhne Ramses II. Angelegt wurde. In den kommenden 6 Jahren kamen dann weitere Namen von Söhnen dieses Königs ans Licht. Sicher haben weder Burton noch Howard Carter die wirkliche Bedeutung des Grabes erkannt. Im Winter 1994-95 führte das Archäologenteam weitere Grabungskampagnen durch. Sie drangen bis in eine Halle mit 16 Pfeilern vor, an deren Rückwand sich unerwartet ein weiterer Durchgang befand. Am 2. Februar 1995 waren dann die Aufräumarbeiten so weit abgeschlossen, dass es gelang, in den dahinterliegenden Raum vorzudringen. Der Anblick, der sich den Forschern bot, war einmalig. Ein Korridor führte über 32 Meter tief in den Felsen. Links und rechts säumten zahlreiche kleine Kammern den Gang. Wie so viele andere Bauwerke Ramses II. Erwies sich auch KV5 als riesig. Es ist zweifellos das größte Grab im Tal der Könige, vielleicht sogar das größte in ganz Ägypten. Es hat einen einmaligen Grundriss. Die meisten Gräber hier im Tal bilden einen langen Korridor, der tief in den Felsen führt. KV5 breitet sich aber labyrinthartig in alle Richtungen aus, wie die Arme einer Krake. Und es ist das erste Beispiel für eine Art Familiengrab. Die Archäologen nehmen mittlerweile an, dass hier mindestens 4 Söhne Ramses II. Beigesetzt wurden. Eventuell sogar über 48. Experten gehen davon aus, dass der Grund für den Bau dieser gewaltigen Anlage in der langen Regierungszeit dieses Herrschers zu suchen ist. Es war notwendig, sich um jene Familienmitglieder zu kümmern, die ihn selbst nicht überlebten. Da Ramses bereits 30, 40 Jahre regierte, kann man sich vorstellen, dass er diese Dinge für sehr wichtig hielt.
Mit dem Tod begann das jenseitige Leben. Von diesem Augenblick an betrat der Verstorbene eine andere Welt, in der die Familie und der Name weiter existierten. Also schenkte Ramses seinen Söhnen sehr viel Aufmerksamkeit. Wir fangen die Zusammenhänge erst langsam an zu verstehen. Ich bin davon überzeugt, dass uns dieses Grab in den kommenden Jahren neue Erkenntnisse bringen wird. Viele Rätsel um Ramses II. Warten noch darauf, gelöst zu werden. Und vielleicht können die Forscher irgendwann weitere Geheimnisse lüften, die dann ein neues Licht auf diesen großen König und seine glanzvolle Herrschaft werfen. Mehr zu Kultur und Geschichte des alten Ägypten sehen Sie in der nächsten Folge von Ägyptomanie.